Ich füllte die Späne in den Becher. Ich zündete die Späne an. Sie dufteten irgendwie ein wenig nach Sandelholz. Die Späne in dem... Das würde Gebäck. nie... Das wäre völlig... Bisschen die Unterlagen Das wäre verbrennen nutzlos. brauchen wir ja nicht. Das würde Ich nie... sehe auch gar nicht, ob es überhaupt noch qualmt, aber ja. Ja, jetzt hört's auf. Verlockender Gedanke, das ganze Brä loszuwerden. Aber man wusste nie, wann man einen Trank brauchte, um unliebsame Avancen abzuwehren. Das auch nicht lange hält. Aha. Aber gut, dass hier unendlich viele Holzspäne sind. Und ich unendlich viele Streichhölzer habe. Ich füllte die Späne in den Becher. Ich zündete die Späne. Das wäre. Das Familienfoto braucht er nicht mehr. Das wäre nutzlos. Mit dem Spiegel irgendwie das Licht einfangen und das Das Feuer war beinahe weiter. ein. Nee. Das Gemälde verbrennen. Das lohnt. Wieso habe ich das Ich Funkgerät brauchte. noch? Trevor! Das würde niemals. Ja, es würde niemals klappen, meine Kakerlake anzuzünden. Das würde nie. Das war beinahe. Rennt doch gar nicht mehr. Was bringt uns Weihrauch? Wenn das nicht lange Es war die bleibt. Figur eines betenden Menschen. Das wäre völlig sinnlos. Womit? Oh, da ist die Flasche leer, Terpentin. Wir müssen die erst mit Öl füllen. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Na, das war ja was. Okay, das Glockenläuten haben wir schon. Wieso war da oben der Hammer? Das ist schon auf jeden Fall richtig zu sein. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. Farbeimer. Ah. Was treibst du denn? Ich mach Schau mal Musik! an einen Kirchenklingklang. Das klang wie ein A. G. Was genau muss ich? B, wenn ich mich nicht irrte. Falsch. Ich muss jetzt aber nicht das Ave Maria nachspielen, wenn Duane anfängt zu pfeifen. Ich sollte mir das am besten aufschreiben, was was macht. Habe ich noch irgendwo einen leeren Zettel? Ja, checken. Mach einfach deine Schublade auf. Da hast du tausende, unendliche Zettel. Genauso unendlich wie Georges Holzspäne und eine Streichhölzer. So, einmal ist A. Farbeimer solltest du schreiben. Nicht Eimer. Es könnten viele Eimer hier sein. Farbeimer. Ah, der Feuerlöscher war B. Aber nur, wenn George sich nicht irrt. Es sei denn, ich kann Duane fragen nach den Noten.
Öphasphage? Geh. Was kann ich denn noch machen? Fräsmaschine. Das klang nicht richtig. Okay. Auf Nico kann ich es nicht anwenden. Das war ja auch nicht falsch. Falsch. Auch nicht falsch. Es war auch nichts. Na, das war ja was. Also ich kann das nur mit dem Bereich hier machen? Kronleuchter senken und dann die Kerzen anzünden. Für himmlisches Licht! Muss nur noch der Weihrauch lange brennen. Kann ich hier noch irgendwas mitschlagen? Das hätte nicht funktioniert. Schlag dir einfach den Weg frei, George. Das wäre nutzlos. Ja, Chicken kann sich auch den Weg freischlagen. Ich beschloss erst, andere Möglichkeiten auszuloten, ehe ich anfing, religiöse Artefakte zu zerstören. Felswand einprügeln. Vielleicht bröckelt das ja nieder und Geheimgang. Das lohnte sich nicht. Woher willst du es wissen, Georgie? Es war eine Steinfigur. Ich beschloss erst, andere Möglichkeiten auszuloten, ehe ich anfing, religiöse Artefakte zu zerstören. Also wir können nur in dem Bereich mit dem Hammer interagieren. Kann ich auf den Werkzeugkasten einprügeln? Das würde niemals klappen. Woher weißt du das? Kerzen. Nee, ich musste was anderes versuchen. Also bisher haben wir nur ein A, ein B und ein G. Fehlen noch ein paar Buchstaben. Musikunterricht ist tausende Jahre her. Ich weiß doch gar nicht mehr, für was ist an Noten. Gerade hilfreich. Hi, Dwayne. Hey, George. Was haben Sie noch mal gepfiffen? Das Ave Maria. Das Ave Maria von Schubert. Kennst du dich vielleicht ein bisschen damit aus, Nico? Na, na. Mit den Notenleitern. Hey, Nico. Ich glaube, das ist ein Nein. Fällt dir was ein wegen Glockengeläut? Da bin ich leider überfragt. Aber hast du gehört, was Dwayne Pearl vorgepfiffen hat? Ja, ich verstehe schon. Es ich muss. Ave Maria? Das Ave nach. Ja, Ave Maria Nachspiel mit dem Hammer. Warum singst du es nicht, Nico? Lieber falle ich tot um. Aber es ist für Pearl! Arme Pearl. Die Kapelle in diesem Zustand vorzufinden und das nach all dem Rechercheaufwand.
Hey, meinst du, sie weiß vielleicht, was das Felsengesicht bedeutet? Ja, kann sein. Sie. Aber in diesem Zustand kriegen wir gar nichts aus ihr heraus. Ist doch eine wandelnde Enzyklopädie, hat Rain gesagt. Ich habe da drüben eine Statue gefunden, eine schwarze Madonna. Toll! Was hast du darüber herausgefunden? Nichts. Na, das ist ja nicht sehr viel. Was hältst du von all dem hier? Wenn ich Immobilienmaklerin wäre, würde ich sagen... Da brauchen wir nur die drei Stück. Genau. Kann ich im Internet nachgucken? Also hier, mein Telefon. George. Das war mein geliebtes Handy. Ich kann es nur angucken, aber nicht mit interagieren mehr. Wieso habe ich das Ding dabei? Überhaupt. Drain, kannst du vielleicht ein paar tausend Mal abpfeifen? Dann zeichnen wir uns das mal ab. Habe ich irgendwo ein Lineal? Ja, meine Schublade. Schublade hat alles. Fast alles. Also schon mal 5 Linien. Let's zeichnen. Ich kann nicht glauben, dass mich das bis hierhin verfolgt. Verdammt, Noten. Ich muss aber noch wissen, was nochmal war. Die Reihenfolge war ja A, B, C, D, E, F, G, A, H. Soweit ich mich recht erinnere. Aber was war für was? Was bedeuten die Punkte? Also, die kleinen Punkte nach den Noten. Und die Raute. Das Hashtag. Das erste war ja hier. Vielleicht ist was von. Drain, sing mal noch ein paar Mal. Dein Gepfeife. Warum waren nur mal ein paar ausgefüllt und manche nicht an den Kreisen? Ich weiß es nicht! Das ist zig Millionen Jahre her. Da muss man wohl nochmal Musiklehrerin anrufen. Nee, ist klar. Einfach in die Vergangenheit reisen. Oder du fragst die Tipps. In der ersten Hilfe habe ich die Tipps kein einziges Mal gebraucht. Aber seit wir in einem Verkehrshaus waren, musste ich so oft Hilfe beanspruchen. 3 Mal schon. Die Entwickler hätten das ruhig machen sollen, dass er viel öfter pfeift. Verarschen, Drain. Wie soll ich das Rätsel lösen, wenn mir das Rätsel weggenommen wird? Das ist dein Problem, Chicken.
Ich bewege schon mal meinen Cursor dahin. Kommen die ernsthaft? Jeder würde sich mit Noten auskennen? Mit Tonleitern und so ein Kack? Ich bräuchte eigentlich noch mehr Noten, als ich habe. Es seien die Farbeimer alle machen unterschiedliche. Ich habe hier beide Farbeimer. Ich habe nur einen Farbeimer ausprobiert, ne? Ich könnte andere auch noch ausprobieren. Vielleicht machen die unterschiedliche Geräusche. Ach, jetzt macht er wieder 1000 Jahre kein Gepfeife. Der Hammer produzierte einen vielversprechenden Klang. A. Jetzt muss Nico wieder erstmal tausende Male laufen. A. Okay, das ist beides A. Nicht sehr hilfreich. Da kann ich nicht drauf einschlagen. Oder muss ich das Verkehrspylon und Fräsmaschine so verändern, dass die einen richtigen Klang machen? Hm. Brian, du kannst ruhig wieder öfter pfeifen. Mir fehlen noch ein paar Noten. Nein, Chicken, keine Lust. Na, das war ja was. Was könnten wir? Da war ein wackeliges Gerüst, voller Werkzeug und Zubehör. Farbeimer. Muss ich die in der Höhe verändern, oder? Es gab ein dumpfes Geräusch. Wieso ist der eine Farbeimer hier aufgehangen, aber der andere so? Woran hängt der Eimer überhaupt? Sehe ich natürlich nicht den Rest! Oh, wie fies ist das denn? Der pfeift der Eimer und dann sowas. Okay. Aber wieso hat der letzte Kreis keinen Strich? Ich verstehe Musik nicht, wer sich das ausgedacht hat. Muss ich die Eimer mit irgendwas befüllen, damit die andere Geräusche haben? Ich goss das Terpentin in den Farbeimer. Macht er jetzt ein anderes Geräusch? Der Hammer produzierte einen viel... Fiss. Fiss? Wieso Fiss? Ah. Fiss. Was ist Fiss? Habe ich noch nie gehört. Ich bin überfordert. Hilfe. Okay, Farbeimer links ist A.
Was auch immer Fizz ist, keine Ahnung. Ich kann jetzt schon die Kommentare lesen. Ne, Chicken ist doch voll hier. Ne, Allgemeinwissen. Nein, ist es nicht. Allgemeinwissen ist, dass ein Fahrer zwei Räder hat. Aber zumindest haben wir einen anderen Ton. Was auch immer Fizz ist. Mein Tapetin ist weg. Okay. Kann ich noch andere Sachen da reinschütten? Ich brauchte eine bessere Idee. Das ist dann wohl ein Nein. Das wäre nutzlos. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Das würde nicht funktionieren. Womit kriegen wir die anderen? Funkgerät. Nee, ich musste was anderes versuchen. Das hätte nicht funktioniert. Ich fühle mich gerade so bescheuert. Das wäre nutzlos. Ich bräuchte eigentlich noch... Obwohl, ich brauche kein fünftes. Das erste da und das letzte sind auf der gleichen Höhe. Warum auch immer der letzte keinen Strich hat. Obwohl. Der erste und letzte sind auf der gleichen Höhe. Aber das zweite...